kauf dir mal so eine Aussicht woanders. Das ist unbezahlbar. Egal von welchem Standort du hier schaust, du siehst immer das Meer. Hi, ich bin Leon. Seit ein paar Wochen lebe ich hier in Montenegro. Hier in Ulcin ist ein Netzwerk aus deutschen Unternehmern entstanden und heute nehme ich euch mit, um ein paar von ihnen kennenzulernen. Los geht es am Haus Münster. Hier treffe ich Achim zum Frühstück. Guten Morgen. Was steht denn heute an? Oh ja, erstmal gemeinsames Frühstück. Wir haben ja jeden Tag unsere Baubesprechung, jeden Morgen. Das ist immer ganz cool. Ja, kommen wir mal alle zusammen, alle Handwerker. Und ja, wir besprechen dann halt den ganzen Tag, was geplant ist. Und nach dem Frühstück geht es dann richtig zur Sache. Achim ist Bauunternehmer und seit 15 Monaten in Montenegro. Zusammen mit seinem Team aus selbstständigen Handwerkern erneuert und baut er Immobilien nach deutschen Standards. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch mal interessant zu wissen, wie sich das hier alles so zusammensetzt. Ja, ihr seht jetzt hier, ich sag mal, die ganzen Kollegen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass die alle selbstständig sind. Also es ist nicht so, dass die hier in meinem Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern hier ist wirklich jeder unabhängig. Das heißt, wir sind ein Team, wir sind ein Netzwerk. Wir arbeiten eben die ganzen Projekte gemeinsam ab. Aber wenn jemand hier hinkommt, dann muss er sich schon bewusst sein, hier auch eigenständig zu arbeiten. Anschließend ging es weiter zum Deutschen Business Center am Boulevard Theute. Hier treffe ich Johannes. Mein Name ist Johannes Schäfer. Ich bin jetzt seit gut einem halben Jahr hier in Montenegro und auch in Ulcin. Ich habe hier meinen Arbeitsplatz. Ich arbeite von hier aus, habe weiterhin Kunden in Deutschland, wo ich die Arbeit mache, die ich vorher auch aus Deutschland gemacht habe. Das mache ich remote jetzt von Montenegro aus. Neben den Arbeiten, die ich mitgebracht habe, arbeiten wir auch lokal hier an Projekten, an Digitalisierungsprojekten, vor allem in der Tourismusbranche. Zusammen mit Ekrem arbeitet Johannes an einer App, die das Vermieten von Ferienwohnungen erleichtern wird. Es geht um Vermietungen, es geht um Dinge, die heute oft mehrmals von Hand gemacht werden, einfach da den Leuten unter die Arme zu greifen, einen Mehrwert zu schaffen, im Sinne von Produkte einfach einem breiteren Markt anbieten zu können, einfach die Leute zu unterstützen, dass sie schneller werden, dass sie sich um die wichtigen Dinge kümmern können, dass sie den Aufenthalt ihrer Kunden verbessern können und nicht die gleichen Dinge x-mal abtippen und in verschiedenen Portalen zu pflegen und zu managen. Gleich nebenan ist das Büro von Jan. Auch er ist mit seiner Familie nach Montenegro gekommen. Hier öffnet er einen zweiten Standort für seine Marketingagentur. Ich bin mit meiner Familie seit einem Jahr hier in Montenegro bzw. in Ulcin. Die Idee war hier ganz klar, quasi einen zweiten Standort zu eröffnen, TPI flexibler zu machen und hier lokale Leute zu engagieren, die zu trainieren, einzuarbeiten, um dann eben zusammen als großes Team Berlin, Ulcin an Kundenprojekten zu arbeiten. Wir fühlen uns hier wohl mit meiner Familie und sind hier sehr motiviert, das Ganze eben im Prinzip anzustoßen und werden hier auch einen regen Austausch zwischen dem Team Berlin und dem Team Montenegro haben. Und Als Höhepunkt des Tages nimmt Ekrem mich dann auch noch mit zu einem echten Geheimtipp in Ulcin. Das ist hier der Stadtteil Gerana. Es ist halt so, ich sag mal, wenn du hier lebst und einiges gesehen hast, das geht nicht in 3 Tagen. Da musst du schon eine Weile hier sein. Gerana, hast du einen Ausblick bis in die Brisca Gora, auf die Mojura, auf die Salin, auf den großen Strand runter. Und es liegt abseits der eigentlichen Touri-Strecken, weil die Touristen, die hier ankommen, in der Regel ihre, sag ich mal, Seidenstraße haben, auf der bewegen sie sich hoch und runter. Hier entwickelt Ekrem zusammen mit Achim ein nachhaltiges Bauprojekt.
sag mal, du hast hier alles, was du brauchst. Eine meines Erachtens nach geniale Aussicht. Und das alles, was du hier vor dir siehst, das ist Ulzin, also die größte zusammenhängende Gemeinde an der Küste Montenegros. Wenn ihr mehr über Ulzin und Montenegro erfahren möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal.